Es ist ein ganz ein eigenartiger Prozess gewesen, beziehungsweise eine Geschichte, eine Historie, die sich da um diesen Mann rankt. Er wurde als Bierwirt bekannt, zweifelhafte Bekanntschaft erlangt, weil er eben mit der Grünabgeordneten und der Clubchefin der Grünen, mit der Sigi Maurer, einen Prozess geführt hat. Hast du das schon damals irgendwie, dass da ein Potenzial schlummert in diesem Mann? Hat man das gemerkt? Naja, man hat von Anfang an gemerkt, dass das kein alltäglicher Zeitgenosse ist und dass auch mit dem Umfeld, auch den anderen Männern, mit denen er immer wieder aufgetaucht ist in sein Lokal und das teilweise auch so ein bisschen in die eher rechte Szene führt, haben wir schon gemerkt, das ist wirklich ein unangenehmer Mensch und das Leugnen, dass er auch. Das ist ja ein Prinzip von ihm, das Leugnen von dem, was er tut. Er hat ja lange geleugnet, dass er der Abgeordneten diese verächtlichenden und sexistischen Mails geschickt hatte oder über einen Messenger und hat jetzt auch lange geleugnet quasi, dass er sich an die Tat erinnern kann. Ja. Also, ja, er hat zunächst gesagt, wir haben es gerade gehört, dass er alkoholisiert gewesen sein soll. Ja, er hat dann diese seltsame Formulierung gebraucht, die da hieß, ich kann mir nichts erinnern, ihm muss es wohl gewesen sein. Ja. Also quasi, man hat etwas getan, man steht da irgendwie dazu, aber ich war halt angesoffen. Also er hat dann irgendwie vor dem Gutachter eine Alkoholliste für den Tag irgendwie auf den Tisch gelegt, der hätte 12 Promille ergeben, das hat ihm halt auch keiner glaubt, auch wenn er ein geeichter Trinker ist, seit seinem 15. Lebensjahr oder so. Ja. Also hat jetzt auch 3,5, ungefähr 3,6 Promille gehabt. Da könnte man auf volle Berauschung gehen. Das heißt, was ein entschuldigender oder beziehungsweise ein Vernunft ausschließender Grund ist, aber das hat ihm das Gericht auch nicht geglaubt. Er hat dann im Vorfeld, hat er überhaupt versucht, auf vollkommen verrückt zu spielen, hat in Haftverhandlungen die Lebensgefährten von den Anwälten bedroht, hat die Urrichterin bedroht und hat wirklich alles dran gesetzt, um es verrückt darzustellen. Ich glaube, ganz ehrlich, er wollte auch noch für sich einfach in die Psychiatrie, dort ein paar Jahre absitzen und dann rauskommen. Nur das hat sich im Gericht heute dann anders dargestellt jetzt. Ne? Gestern war die Psychiaterin, die Frau Rosmanit, bei uns zu Gast und wir haben generell über Gewaltverbrechen an Frauen gesprochen und sie hat gesagt, das hat einerseits auch damit zu tun, dass die Männer einfach noch nicht eine neue Rolle gefunden haben, solange sie Macht ausüben können über Frauen. Ist die Welt für sie noch in Ordnung, aber die sind dann oft so gestrickt, dass dann sie zu Gewalt neigen, weil das letzte Mittel ist, weil sie sich nicht mehr zu wehren wissen, weil sie merken halt, dass die Frau nicht schwach ist oder wenn sie sich wehrt und auch zu ihrer Meinung steht. Mag in vielen Fällen stimmen, in dem Fall muss ich sagen, eine Woche vor dem Mord an seiner Ex-Freundin hat er ja auch auf den Schwiegervater geschossen. Das heißt, es ist nicht so, dass er auf die Schwächste losgegangen ist, sondern der ist einfach explodiert irgendwo hin, hat da einfach wen Schuldigen, was aber auch so typisch männlich ist. Man sucht einen Schuldigen für sein eigenes Versagen, für die verlorenen Prozesse gegen die Sigi Maurer. Man sucht einfach einen Schuldigen für das, dass man einfach sein Leben in den Sand gesetzt hat und anstatt sich quasi selbst ins Zimmer zu setzen oder sich, was auch immer zu machen, oder sich selbst zu bestrafen, bestraft man jemand anderen. Ja? Und das ist in dem Fall jetzt, so stellt sich halt mir da. Also, und hat dann einfach dann seine Ex erschossen oder irgendeinen anderen dafür bestraft. Aber jetzt eigentlich hat die Strafe ihn selbst gegolten. Jetzt hast du es schon angesprochen, dass er vorher eben auf den Schwiegervater geschossen hat. Inwieweit, es ist im Nachhinein immer ganz schwer zu sagen, aber gibt es Indizien oder Anzeichen dafür, dass man das hätte verhindern können in irgendeiner Art und Weise? Naja, das könnte man nur, wenn wir jetzt einen Angehörigen Vorwürfe machen, wenn wir das nicht machen, weil es gibt Gründe, warum sie es nicht gemeldet haben, Angst oder Stolz, es ist unerheblich. Man muss nicht damit rechnen, dass er Wochen später überhaupt jemand taschierst. Damit muss man rechnen, schon gar nicht die Mutter der eigenen Kinder. Ja, ich wollte gerade sagen. Und die älteste Tochter stand daneben, er hat dann irgendwie in den Raum reingeschrien bei der Tat, also jetzt kannst du die Kinder adoptieren und so. Also es war so ein öffentlicher Schlussstrich. Sein Leben auch am Schluss in der Öffentlichkeit und das hat er eh schon verloren gehabt und jetzt hat er einfach nur mal da einfach voll einen Radikalen gemacht und das ist... Und unvorstellbar für die Kinder natürlich, die nicht nur die Mutter verloren haben, Vater... Naja, wir haben ja da den Schwiegervater sitzen gehabt im Gespräch auch und der erzählt, dass der Sohn am Grab sitzt und die Mutter ausgraben möchte,
wer es einfach nicht versteht, dass sie tot ist. Ja, das, und wie man den Kindern jetzt auch beibringt, ich meine, sie haben alle jetzt Geld bekommen, quasi auch einander. Zumindest zugesprochen werden. Und sie werden jetzt sicher liebevoll bei den Großeltern aufgezogen, aber man muss den Kindern trotzdem beibringen, was da passiert ist. Und ich glaube nicht, dass, also wenn das in meinen Eltern, ich könnte mich ja ein Leben lang nicht damit arrangieren. Und es ist auch sie werden auch ein Leben lang begleitet werden. Und das ist vor allem in so prominenten Fällen noch dazu, ist man ja immer das Kind vom Bierwirt und so. Das ist halt schon schwierig. Weißt du, ne? Das ist aber, das Urteil ist natürlich nicht überraschend. Weil das war fast. Nein, das war jetzt zu erwarten einfach, weil der Zoom hat umgeeiert. Dann hat er jetzt das Geständnis, das heute, ich meine, darf ich das jetzt schon? Ja, ich glaube schon. Jetzt beurteile ich es einfach. Ja. Das wirkte schon so, wie wenn das die Anwälte geschrieben haben und er das jetzt runterliest von einem Zettel. Ja. Ist nicht so, dass es aus dem Herzen rauskam und die Reue und so. Ich nehme ihm das nicht ab. Mhm. Und das haben die, ich glaube, auch die Geschworenen sicher nicht abgenommen, die 8:0 gesagt haben, das ist einfach eine lebenslang zu bestrafen. Und außerdem gehört er einfach nachher so lange Verwahrung. Mhm. Ja. Solange es geht halt, wenn der jemals therapierbar ist. Ich meine, es gibt, der Gutachter hat gemeint, also wenn seine Grunderkrankung, sollte man vielleicht dazu, jetzt mit Alkoholismus und die Tablettensucht, Benzos und dergleichen, was er sich alles eingeschmissen hat, wenn die weg wäre, dann würde ein normaler Mann rauskommen. Das ist halt so eine Frage, wann das soweit sein kann. Anwältin Astrid Wagner hat gesagt, in Österreich ist es nicht so, dass lebenslang auch wirklich lebenslang bedeutet. Nö. Theoretisch war es deshalb auch wichtig, dass es die Einweisung in die Anstalt. Das sind 20 Jahre und dann kommt die Einweisung erst tragen. Das ist nicht so, dass die dann damit abgeschlossen, wenn er schon gut drauf ist, dann muss er auf jeden Fall in die Anstalt für geistige Abnahme, Rechtsbrecher heißt das, und dann muss er dann wirklich Jahr für Jahr beweisen, ob er irgendwann einmal so weit geistig genesen ist, dass er keine Gefahr mehr für andere darstellt. Das heißt, da muss dann ein Gutachterteam feststellen, dass keine Gefahr mehr für ihn ausgeht. Und das ist halt schwierig. Es ist dann erst in 20 Jahren davon, aber trotzdem ist es für die Angehörigen natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung, damit umzugehen, wenn der nach 20 Jahren freikommen würde. Naja, wenn man als Familie Angst hat vor ihm, ja, dann muss man damit rechnen, dass es unter Umständen in 25 Jahren man ihn vielleicht wieder treffen könnte. Ja. Mhm. Und das ist natürlich schon bei unserer Art von lebenslänglich eine schwierige Bewertung für die Opfer dann, wie ich damit umgehe, wenn ich weiß, es könnte doch sein, dass ich ihn einmal in meinem Leben wieder treffe. Aber es ist unser Rechtssystem schaut so aus und es gibt kein auf ewig wegsperren. Es ist halt einfach die Geschichte, dass er nachher in die Psychiatrie kommt. Aber er ist ja immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, aber Verurteilung hat es nie eine gegeben. Also soweit ich weiß jetzt, also, aber kann mich auch irren. Also nichts Großes auf jeden Fall. Also das ist schlagartig quasi Fame in ein paar Minuten. Also schlagartig bekannt geworden durch den Prozess durch das, dass er in seinem Lokal sich über die Figur einer Politikerin lustig gemacht hat und ihr das geschickt hat und ihr geschrieben hat, was er ganz gerne vorhätte, und hat nicht damit gerechnet, dass die sich quasi wehrt. Zur Wehr setzt. Ja. Wahrscheinlich ist er das auch nicht gewohnt gewesen, sich Frauen dementsprechend zur Wehr setzen. Da sieht man aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass sich Frauen wehren, wenn sie belästigt werden und wenn sie. Ja, man kann es natürlich auch nicht, kann niemanden Vorwurf machen, weil man muss sich wehren, auch wenn die Konsequenzen im gegenständlichen Fall natürlich über lang gesehen natürlich schon furchtbar, aber es ist, man darf sich einfach nicht gefallen lassen als Frau, ja. Ist er vorher schon mit frauenfeindlichen Geschichten aufgefallen oder was wirklich? Also jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ich sage, das ist ja mit dem Mail ist er in die Öffentlichkeit gegangen. Also vorher, im Umfeld, was wir halt recherchiert haben, war er vorher schon durchaus ein typischer Vorstadt, Alkomacho halt einfach, ja, also die halt so funktionieren, wie sie sehen. Und vom Lokal her hat er da hauptsächlich wirklich auch dort gearbeitet, weil wenn du sagst, dass er immer wieder alkoholisiert ist. Ja, es war eins, ich glaube, sein letztes Standbein, wo er es versucht hat, also nach vielen verschiedenen Berufen und vielen gescheiterten Projekten und Arbeitsstellen.
die auch viele an seiner, am Trinken, glaube ich, den Bach runtergegangen sind, hat er dann versucht, quasi sein Hobby zum Beruf zu machen mit dem Craft Beer und da nochmal durchzustarten. Es ist, glaube ich, eh nicht gut gegangen. Also, und, aber auch das ist einfach glaube ich, war sein bester Kunde, was man so gehört hat, mit seinem eher zweifelhaften Publikum. Und Jetzt für jene, die Geschichte nicht so gut kennen, Roland, jetzt ist die Siegemauer in dem Lokal gewesen, wenn du sagst... Nein, es ist vorbeigegangen. Es ist nur vorbeigegangen, dass man das klärt nochmal für die Zuhörer. Ja, das war in der Lange Gasse im 8. Bezirk und die Frau Abgeordnete ist einfach vorbeigegangen, weil sie ihren Weg zum Parlament hatte. Und er hatte halt über den Computer vom Lokal halt einfach auf dem Messenger Nachrichten geschickt, verächtlichend, sexistisch. Und er hat ja bestritten, dass er das gemacht hat. Ja, bis zuletzt, aber es ist nie das Gegen. Er hat immer irgendwie neuen Ausreden dahergebracht, dass er verfeind wurde, der dann nicht vor Gericht auftaucht ist und er kann es nicht gewesen sein, aber es ist einfach so eine typische Handlung, von wegen man macht das und dann streitet man es einfach lang und lang und lang ab. Wer soll denn das sonst machen? Wenn es auch den angeblichen tatsächlichen E-Mail-Schreiber, der auch Zugang gehabt haben soll. Also das ist alles konstruiert. Alles konstruiert. Ja, also ja. So konstruiert wie die Aussagen auch im Prozess, dass er so betrunken ist und dass er sich nicht erinnern kann, weil am Schluss gibt er ja zu, dass er sich erinnern kann. Mhm. Also das heißt, er hat gelogen einfach, auf Deutsch gesagt. Ja.